Du machst dir keine Freunde, Alex. Du ruinierst dich. Ich habe ja das Haus besorgt, damit die Kinder aus dem verseuchten Gebiet rauskommen. Ein Haus am Fluss. Du hast dir ein Haus am Fluss gekauft. Hm. Warum? Aus gesundheitlichen Gründen. Das kleine Mädchen hat Leukämie, der Sohn Asthma. Warum hast du nicht gleich ein bequemeres Haus besorgt? Günstiger gelegen? Günstiger gelegen. Nun ja, wir wollten, ich wollte einen Ort schaffen für die Kinder. Ein Ort des Friedens. Den du hier nicht hast. Du verstehst das nicht. Ich habe Ärzte hinzugezogen, Wissenschaftler. Es hat viel Vorbereitung erfordert. Du lässt dich wirklich einfangen von dieser Frau in Schwarz. Diese Frau in Schwarz ist meine Mandantin. Ihr Name ist Nina Olsen und meine Beziehung zu ihr ist rein beruflich. Das ist eine rein berufliche Beziehung zu dieser aktenkundig geisteskranken Frau? Sie ist nicht verrückt, verdammt. Das ganze Wohngebiet ist verseucht. Das ist kein Regenwasser, was sich da staut. Das ist Benzol und Dioxin. Sie hat sich doch nicht eingebildet, dass ihr Sohn an Leukämie gestorben ist. Alex, ich möchte, dass du diesen Fall aufgibst. Hm? Ich finde, das solltest du. Was? Das kann ich nicht. Du kannst nicht? Ich kann nicht und ich will es auch nicht. Diese armen Menschen werden von allen Seiten angelogen. Und ich werde sie nicht auch noch im Stich lassen. Und wer trägt die Gerichtskosten? Daran denke ich jetzt überhaupt nicht. Ich war heute beim Arzt, Alex. Er hat gesagt, dass sich das Kind völlig normal entwickelt. Es gibt keinerlei Anzeichen für irgendetwas, was ehrlich gesagt eine sehr gute Nachricht ist. Nun ja, hier gibt's Ärzte, die Ängste haben. Und wenn das Grundwasser verseucht ist, dann gibt es noch so viele Dinge, die es haben könnte. Unser Kind ist ein Mädchen, Alex. Du kriegst nicht irgendein S. Du kriegst eine Tochter, auf die vielleicht ein total beschissenes Leben wartet, weil du dich völlig kaputt machst und sie genauso im Stich lassen wirst wie du mich. Okay, was willst du? Dass ich alles verrate, nur weil du schwanger bist? Sieh doch ein bei Nina Olsen, diesem Ausbund an Tugen und Leiden mit ihren süßen Kindern. Zieh doch ein, das Flitterwochenhäuschen am idyllischen Fluss. Ich kann nicht glauben, dass du das wirklich meinst. Wirf doch dein Leben nicht weg. Mach doch deine Karriere nicht kaputt. Mach doch mal, was du willst und nicht, was andere von dir erwarten. Tim, ich wollte dich anrufen. Na, hast du aber nicht. Also, es ist ganz knapp gewesen. Wie ganz knapp? Naja, wirklich ganz knapp. Ich bin dahin gegangen und habe auf FC Brasov gesetzt. Und habe mich so für dich gefreut, weil ich dachte, Mensch, Tim macht jetzt einen super Gewinn und kann sich endlich mal eine Mitgliedschaft leisten. Und dann, der FC Brasov hatte einen schlechten Tag, was soll ich machen? Wie einen schlechten Tag? Du hast doch gesagt, der Schiri wird geschmiert. Informationen aus erster Hand, das waren deine Worte. Und es hat auch alles gestimmt. Der Schiedsrichter pfeift in der letzten Minute den Elfer. Und Bogdan Blindescu schießt ganz dicht am rechten Pfosten vorbei. Weg. Und was mit dem Geld? Na, ist auch weg. Wie weg? Du weißt, wie es ist. Manchmal hast du einen guten Tag und gewinnst und manchmal hast du einen schlechten Tag und verlierst. Und wieso setzt du ausgerechnet an einem schlechten Tag?
Wie kann man so bescheuert sein und gegen Manchester United setzen? Mensch, Tim, sei nicht so unentspannt, ja? Bleib cool, Mann. Ich habe nicht alles gesetzt. Hier, 5 haben wir noch. Um das Collier meiner Oma auszulösen, brauche ich aber 10. Du brauchst 10? Das ist dein Problem? Mensch, Tim, warum sagst du mir nichts? Ja, ich sag's doch gerade. Ich kümmere mich um meine Freunde. Brasov gegen Manchester. Wie kann man auf die Idee kommen und auf die Ostbrüder setzen, ha? Rumänien? Rumänien ist sowas wie ein drittes Weltland. Was soll ich denn jetzt meiner Großmutter sagen? Ach, Oma Inge, ich hab dich ja so lieb. Danke, dass du mir dein Haus vererben möchtest. Ach übrigens, das Collier, was du von deiner Oma geerbt hast und was seit 127 Jahren im Familienbesitz ist, habe ich verzockt. Bogdan Bendesko hat nämlich einen schlechten Tag gehabt. Oh Mann! Bist du fertig? Hier. Schenke ich dir. Lass mich veralbern. Was sind das für Blüten? Genau so habe ich auch geguckt. Billige Druckplatten aus Polen. Scheiß Qualität. Wo sind die her? Ja, die hat mir ein mieser Betrüger bei einer privaten Pokerrunde untergejubelt. Und die kriegt jetzt dein Pfandleiher. Kreislauf. Weißt du? Wir machen das so. Du musst die Scheine einfach nur mischen. Einen echten und einen falschen. Und dann noch einen echten und noch einen falschen. Echt, falsch, echt, falsch, echt, falsch. Mensch, hätte ich ja früher drauf kommen können. Verstehst du? Nee. Kommst du, ja? Lass mich los. Warte. Mir ist da plötzlich eine Idee gekommen. Ach ja? Wo kommst du her? Ist das wieder eine deiner Fangfragen? Nein, nein. Ich möchte dir nur sagen, dass ich völlig zufrieden bin und erleichtert. Also sag. Wo kommst du her? Ich schlafe zurzeit schlecht. Wie du dir ja vorstellen kannst. Ich wollte ein bisschen frische Luft schnappen. Und dann habe ich einen Spaziergang gemacht. Ich wollte einfach ein bisschen alleine sein mit meinen Gedanken. Deswegen habe ich auch mein Handy ausgemacht, falls du versucht hast, mich anzurufen. Lüg mich nicht an. Ich kam um Mitternacht zurück. Das sind jetzt 4 Stunden, die ich auf dich warte. Und glaub mir, ich war nicht untätig. Musik liebt die Nacht. Soll ich dir sagen, wo du jetzt hergekommen bist? Meiner Meinung nach. Du hast diese Nacht, und ich bin überzeugt, wie viele andere Nächte, bei unserem teuren Freund Paul verbracht. Also, ich gehe jetzt ins Bett. Nein, du gehst jetzt nicht. Ich bin müde und mir ist kalt. Ich will das jetzt klären. Na schön, setzen wir unsere interessante Unterhaltung fort. Aber mit leiser Stimme, wenn ich bitten darf. Ich höre zu.
Ich höre viel lieber dir zu. Ich habe nichts zu sagen. Es stimmt doch, dass du mit Paul zusammen warst. Das kannst du doch zugeben. Ja, das kann ich zugeben. Ich habe mit ihm geschlafen. Mit irgendwem muss ich ja schlafen. Und es macht mir großen Spaß, mit ihm zu schlafen. Den ganzen Tag denke ich an nichts anderes, als mit ihm zu schlafen. Und weißt du was? Ich wünschte, ich wäre jetzt noch bei ihm. Na, das ist doch sehr gut. Du hast recht, wenn es dir gefällt. Vor allem, glaub bitte nicht, dass ich dich nicht verstehe. Ich bin mir meiner Unzulänglichkeit völlig bewusst. Es ist doch gut, dass er mir jetzt zur Hilfe gekommen ist. Ich wollte dir keinen Kummer machen. Das ist lieb von dir. Aber sehe ich aus wie einer, der Mitleid gerne hätte? Nein. Also, ich finde es ausgesprochen nett von dir, dass du einen armen Witwer tröstest. Du bist eine sehr großzügige Frau. Hör auf damit. Und keiner hat auch nur die geringste Ahnung davon. Ihr seid sehr vorsichtig. Ihr versteckt euch. Mach dich nicht lächerlich. Wie schön. Nein, also wirklich, es ist ganz toll. Um ganz ehrlich zu sein, meine kleine Ratte. Eigentlich passt es mir sehr gut in den Kram. Hör auf, jetzt ist reich. Ja, aber was hast du denn? Du findest mich undelikat? Ja, es ist lieber, ich spiele den Othello, ich weiß. Ich kann nicht mehr mit dir leben. Bitte verlass mich nicht.